Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um den Status quo und die Zukunft von Windenergieanlagen in Deutschland. Ich möchte mal ein bisschen auf verschiedene Erkenntnisse aus Berichten der Bundesregierung und aus Forschungsstudien eingehen und die muss ein bisschen in den Kontext setzen und mal meine Meinung dazu sagen, was vielleicht im Rahmen der Windkraft in Deutschland noch dringend geändert oder gebessert werden sollte, um die gesamte Voranschreiten der Energiewende noch weiter zu unterstützen. Fangen wir mal mit einem ganz einfachen Fakt an. Wie viele Windkraftanlagen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Das sind nach Berichten der Bundesregierung in etwa 29.000 Windkraftanlagen, von denen, und das ist ein ganz interessanter Fakt, in etwa 2.000 im Wald stehen. Und das ist deswegen interessant, weil das natürlich gerade so ein Thema ist, bei dem es berechtigterweise womöglich Kritik gibt. Und weil man eben genau sagt, naja, wir wollen unsere Wälder, wir wollen unsere Natur nicht dafür zerstören, um Windkraft zu erzeugen. Kann ich also durchaus verstehen, ist gerade auch da ein Thema, wo es um Netzausbau geht. Ich selbst bin ja auch aus Thüringen, wo wir genau mit dem Thüringer Wald auch eine Region haben, durch den zwei große Leitungen, Trassen laufen sollen und wo natürlich auch Windkraftanlagen gebaut werden. Das ist also durchaus mal ganz interessant. Wir können mal eins feststellen, wie viel Flächenversiegelung gibt es denn so in etwa durch eine Windkraftanlage? Und nach diesen Berichten ist es so, dass für das gesamte Fundament eine Windkraftanlage in etwa 380 Quadratmeter ja, versiegelt werden oder in Anspruch genommen werden. Das sind so in etwa 19 mal 19 Meter. Für den eigentlichen Turmfuß sind es so in etwa 30 Quadratmeter, was so viel heißt wie 5 mal 6 Meter. Das ist schlussendlich aber auch gar nicht so unfassbar viel. Man muss aber natürlich bedenken, wenn man mehrere Windkraftanlagen baut und die nebeneinander bauen will, dann brauchen die einen gewissen Abstand zueinander, damit sie sich auch nicht gegenseitig den Wind so sehr wegnehmen. Von daher kommt es dann bei der gewissen Masse wieder darauf an, wie weit können wir die auseinanderstellen, wie viel Fläche wird damit versiegelt, ist das in einem Wald sinnvoll oder ist das in Feldern oder ist es zum Beispiel in ehemaligen Braunkohleabbauregionen, wo wir also entsprechend sowieso braches Land haben, vielleicht ganz sinnvoll. Nächstes Thema. Wir haben zum Beispiel einen ganz interessanten Aspekt, wie viele Arbeitsplätze gibt es im Rahmen der Windenergie. Die genaue Abgrenzung ist statistisch betrachtet ein bisschen schwierig, aber auch da hat die Bundesregierung in einem anderen Dokument mitgegeben, dass es in etwa 110.000 Beschäftigte im Bereich von Onshore-Wind und etwa nochmal 20.000 Beschäftigte im Bereich von Offshore-Wind in Deutschland gibt, oder zumindest sind es Zahlen von 2018. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn wenn wir darüber reden, wie viele Arbeitsplätze zum Beispiel rund um den Atomausstieg oder jetzt gerade natürlich rund um den Kohleausstieg wegfallen, dann sind das ganz andere Größen, wenn wir uns über Windenergie oder auch Photovoltaikenergie unterhalten wollen. Das habe ich auch in anderen Videos schon mal angesprochen. Das sind also wichtige Branchen, in denen auch noch viel Wachstum möglich ist und in denen auch natürlich eine garantierte Beschäftigung über die nächsten Jahrzehnte hinweg da ist, weil Windenergie und Photovoltaik und ähnliche Anlagen natürlich auch die Grundlage für unser gesamtes Energiesystem sind. Also sind das wichtige Wirtschaftsaspekte. Ein anderer Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist, was ist denn so der Neubau oder die Inbetriebnahme von Windkraftanlagen? Wie entwickelt die sich über die letzten Jahre? Und dafür bin ich mal in das Marktstammdatenregister gegangen, was ich euch ja auch verlinken werde. Dort kann man verschiedene Suchanfragen kombinieren. Das habe ich zum Beispiel gesagt, Energieträger Wind und Inbetriebnahme vor und nach. Und konnte dadurch herausfinden, dass im Jahre 2018 so in etwa etwas mehr als 800 Windkraftanlagen in Deutschland in Betrieb genommen worden sind. 2019 waren es schon nur noch so etwas mehr als 450. Und bis heute, wir sind jetzt gerade Anfang Mai 2020, waren es in etwa etwas mehr als 150 im Jahr 2020. Das ist also ein tendenziell negativer Trend, der so hoffentlich nicht weitergeht, sondern sich wieder ein bisschen mehr erholt, der aber natürlich auch vor allem etwas mit der Abstandsregelung zu tun hat. Und die Abstandsregelung ist natürlich genau so ein wichtiges Thema. Dafür gibt es eine Untersuchung vom Umweltbundesamt, die praktisch sich angeschaut hat, die Flächenanalyse Windenergie an Land, was so aus dem März 2019 stammt. Und dort haben sie sich eben angeschaut, wie würde sich die potenzielle Ausbaufläche für Windenergie entwickeln, wenn wir bestimmte Abstandsregeln als praktisch gesetzliche Vorgabe verankern würden. Die 1000 Meter Abstandsregel ist ja nun genau das, was eben über die letzten Monate und Jahre immer in Diskussion war. Und was würde das mit sich bringen, wenn wir eine 1000 Meter Abstandsregel haben?
dann verringert sich die Ausbaufläche für Wind um bis zu 50%. Je nachdem, welche Betrachtungsweise wir nehmen. Wenn wir nämlich die Abstandsregel auf Grundlage von auch gemischt genutzten Flächen nehmen, bei denen also Wohnfläche teilweise vorkommt, dann verringert es sich auf tatsächlich etwa 50% der potenziellen Fläche. Und das ist nicht genügend, um die Leistung und den Bedarf und die Kapazität zu schaffen, die wir entlang der Energiewende tatsächlich brauchen. Was ist aber, wenn wir diese Abstandsregelung sogar noch erweitern würden, was nämlich teilweise auch im Gespräch ist? Es gibt zum Beispiel Bundesländer, die sagen, dass sie sich eher daran orientieren wollen, das Zehnfache der Höhe der Windkraftanlagen als Abstandsregel zu nehmen. Da eine Windkraftanlage gerne mal 200 Meter und noch höher ist, würde das bedeuten, bis zu 2000 Meter, also 2 Kilometer Abstandsregelung zu bebauter Wohnfläche. Und in diesem Fall würde es bei auch einer gemischten Nutzung und Abstand dazu sich so verhalten, dass die Ausbaufläche sich auf 3% verringern würde. Und in dem Moment ist es vorbei mit der Energiewende, dann brauchen wir auch nicht mehr weiter darüber nachdenken. Ähnlich dann auch der Fall, wenn es um Repowering der Anlagen geht, die aus dem EEG herausfallen. Die dürften dann in diesen Fällen noch gar nicht mehr optimiert werden und verbessert werden, sodass diese Anlagen einfach weggebaut werden würden. Konsequenz wäre also, wir hätten über die nächsten Jahre wahrscheinlich sogar noch weniger Anlagen als heute. Und heute, die reichen schon nicht für die erfolgreiche Energiewende. Von daher, wie viele Anlagen würden so in etwa überhaupt jetzt Ende 2020 und die nächsten Jahre aus der EEG-Förderung fallen? Ich habe jetzt nicht die Zahl der Anlagen, aber es ist zumindest die Leistung von in etwa 4 Gigawatt Windenergieerzeugung, die jetzt Ende 2020 aus der EEG-Förderung fällt, die also bestmöglich eine Nachfolgefinanzierung gefunden haben, zum Beispiel über einen PPA oder zum Beispiel als Teil eines virtuellen Kraftwerks. Jedes weitere Jahr würden wir in etwa 2 Gigawatt Leistung verlieren, was also tatsächlich eine relativ relevante Größe dafür ist, dass wir ja eigentlich einen wirklichen Zubau brauchen. Naja, aber noch was ganz anderes. Der Zubau wird auch deswegen so ein bisschen diskutiert, weil viele Menschen auch so sagen, naja, wir haben gesundheitliche Probleme, wenn wir in der Nähe von diesen Windkraftanlagen sind. Der Infraschall ist so gefährlich. Das ist ein Thema, was ganz oft diskutiert wird. Infraschallauswirkungen von Windkraftanlagen. Und in Finnland haben Forscher das jetzt über ein Jahr mal ganz konkret gemessen und verfolgt und dann auch nochmal ausgetestet. Unter anderem die Universität Helsinki. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dort kam es also raus, dass nach über einem Jahr von Messung und Aufnahme des Infraschalls in der Nähe von, also wirklich in der unmittelbaren Nähe von Windkraftanlagen, man das dann verschiedenen Leuten vorgespielt hat, unter anderem Leuten, die sagen, dass sie betroffen sind von diesem Infraschall, von den Auswirkungen und auch einfach eine Testgruppe, eine Kontrollgruppe daneben gesetzt. Und man hat die Leute also damit beschallt und hat getestet, ob sie etwas hören, was sie hören und ob sie genervt oder gestört sind von dem, was sie da vielleicht gerade mitkriegen. Und es lässt sich überhaupt gar kein Beweis auf dieser Grundlage zeigen, dass das in irgendeiner Weise bemerkbar wäre. Man hat sogar getestet, ob das ja, Nervensystem in irgendeiner Form jetzt automatisch reagieren würde, wenn dieser Infraschall ausgestrahlt wird. Und selbst da gab es keinerlei Reaktion. So, dass es jetzt erstmal medizinisch, wissenschaftlich keinen Nachweis dafür gibt, dass Infraschall eine negative Auswirkung auf Menschen hat. Natürlich hört man was, wenn man in der Nähe ist. Aber das ist nicht Infraschall, das ist tatsächlich das Geräusch von eben der Windkraftanlage, die durch den Wind schneidet. Das ist nun mal so. Da muss man eben schauen, ob das klug ist, allzu nah daran zu wohnen oder allzu nah daran eine Anlage bauen zu lassen. Das ist halt tatsächlich dann die Frage. Aber das ist halt ein ganz normales Geräusch, genauso wie eine Autobahn oder eine Bundesstraße überhaupt eine Straße mit sich bringt oder eben auch der Zugverkehr. Von daher nicht so einfaches Thema, aber es lässt sich zumindest sagen, dass der Infraschall als solcher keine gesundheitlichen Auswirkungen auf Menschen hat. Das ist zumindest ist erstmal die Erkenntnis aus dieser Studie, die im Juni 2020 auch komplett vollständig nochmal veröffentlicht wird. Zumindest die ersten Reports verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Habt ihr Fragen zu Windkraftanlagen oder eben zum Ausbau und zur weiteren Situation in Deutschland? Schreibt auch die unten mal in die Kommentare hinein. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.